So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr wisst, ich esse so gerne Samyang Bulldog Ramen. Meine Lieblingssorte ist und bleibt immer noch die gelbe Packung Samyang Bulldog Cheese. Es gibt zwar auch Quattro Cheese, aber irgendwie haben die gelben mich am meisten angesprochen, sind auch am besten erhältlich, gibt es ja mittlerweile auch im Rewe und so weiter. Da musst du nicht mehr im Internet bestellen. Sind dann günstiger als Quattro Cheese, sind leichter zu bekommen, schmecken trotzdem auch verdammt gut. Ich glaube, Quattro Cheese ist sogar ein bisschen milder, wegen dem viel mehr Käse drin. Jetzt haben wir schon so viele Samyang-Experimente gewagt. Ich versuche immer jede Samyang-Sorte, die ich finde, zu testen, zu probieren, mir dazukommen zu lassen. Manchmal bestellt man irgendwo im Ausland hin und her. Und wir haben auch die Samyang-Nudelpizza gemacht. Wir haben die Samyang-Burger gehabt. Wir haben den Samyang-Döner gehabt. Wir haben so viele verschiedene Samyang-Sachen gehabt. Letztens hat Pupsi Fischstäbchen gemacht mit anderem Zeug. Und dann waren abends noch etliche Fischstäbchen übrig und sie hat gesagt, ob ich die noch essen will. Ich habe gesagt, ich wollte mir doch aber eigentlich gerade Samyang machen, wieder mal. Dann habe ich mir einfach zwei Packungen Samyang gemacht und habe die restlichen Fischstäbchen damit dazu gemacht. Mit in die Nudeln reingebröckelt und jetzt denkt ihr, was? Käsenudeln mit Fisch? Ist das was? Kann das was? Das hat mir so gut geschmeckt, ich fand das so genial, diese leicht fischige Note, die da durchkam. Vor allem auch dieses fettige, knusprige von den Fischstäbchen zusammen mit dieser Käsenote von den Samyang, von den Cheese Bulldog. Und genauso wie ich es letztens hatte, möchte ich es jetzt nochmal machen. Da kommt sogar der Adi rein, da hat er auch Bock. Ich habe jetzt erstmal zwei Packungen Samyang Bulldog Cheese. Die wollen wir jetzt erstmal zurecht machen, also die Nudeln machen. Und den Rest zeige ich euch gleich, wenn die Nudeln warm sind. So, die Nudeln sind fertig. Die habe ich jetzt hier in dieser Schüssel drin. Wenn ich die Schüssel mal herhole, da sind die Nudeln drin. Vielleicht seht ihr sogar, das dampft ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man den Dampf sieht. Ich sehe den Dampf, ihr seht ihn vielleicht nicht. Aber man sieht an der Schüssel, dass es beschlagen ist. Stellen wir die Schüssel mal hier hin. Gehen das Stück hier runter. Und werden jetzt mal die Soßen drauf machen. Wir haben ja zwei Beutel, wir haben zwei Tütchen Nudeln gemacht, das heißt, wir haben auch zwei Soßenbeutel dazu. Wir haben natürlich zweimal Pulver, das Käsepulver, das ist ganz wichtig. Zuerst aber die Soße, da muss ich wieder aufpassen. Der Tisch ist weiß, die Soße ist rot. Jetzt lass mal die Soße auf den Tisch kommen, der ganze Tisch, den kannst du in die Ecke schmeißen, das war's dann. Jetzt tropft das hier raus, das fließt raus, das sieht auf jeden Fall gut aus, das riecht gut, das ist schön feurig rot. Ich finde, diese Samyang Bulldog Soßen haben einfach immer das gewisse Extra und sehen auf jeden Fall brutal aus. Das war die erste Tüte. Wir nehmen natürlich noch die zweite Tüte. Ich kann die Leute nicht verstehen, die sich dann immer Samyang Bulldog kaufen und dann immer sagen, sie machen nur so und den Rest schmeißen sie weg. Dass sie immer so ein Viertel Soßenbeutel nur drüber machen, als denen zu scharf ist oder so. Gerade die Soße ist ja das, was die Nudeln so besonders macht und den Geschmack ausmacht. Und wenn ich das nicht kann, weil mir das zu scharf ist, dann soll ich es lieber gar nicht essen. Dann esst halt normal Spaghetti mit Tomatensoße oder so, aber kauft euch nicht die teuren Nudeln und dann schmeißt einfach die Hälfte davon weg, weil es euch zu scharf ist. Also wenn man das gar nicht kennt und mal probiert und einem zu scharf ist und man kann das nicht, okay, aber es gibt ja Leute, die kaufen das halt ständig und schmeißen ständig die Hälfte weg und das macht mich wütend, ja. Die arme Soße, die kann doch auch nichts dazu. So sieht das jetzt erstmal hier aus in der Schüssel. Jetzt machen wir das mal ein bisschen rum. Ihr seht schon, die Schüssel nimmt auch gleich Farbe an. Ich habe jetzt nicht so lange gewartet, dass die Nudeln so extrem weich werden. Das kannst du theoretisch alles wie ein großes Nudelnetz jetzt auch noch hochnehmen. Das finde ich gut. Ich mag die Nudeln halt immer, wenn sie noch schön bissfest sind. Jetzt ist das erstmal so ein bisschen rumgemacht, ganz grob. Jetzt kommen natürlich die zwei Tütchen dazu von dem Käse, den wir jetzt hier drüber streuen. Da sind auch noch ein paar Algen mit drin oder was das sein soll. Ich denke mal, es sind Algen, ja. Dann kriegt sie eine schöne Käsemuchte. So, schmeiß dich drauf, ist denn alles raus? Es gibt wie immer eine Sauerei. So muss das bei Samyang immer sein. Und das hat sich jetzt gereimt. Ich lege die ganzen Reste auf die eine Tüte drauf.
Aber die andere Tüte brauche ich dann vielleicht fürs Thumbnail, wenn ich das noch irgendwie reinhalten möchte. Ich habe irgendwann angefangen, halt immer zwei Packungen zu machen, weil ich gesagt habe, der Aufwand lohnt sich nicht, eine Packung zu machen. Und dann nach drei Gabeln ist das Ding weg. Gefühlt sind das aber nicht sechs Gabeln, das sind irgendwie trotzdem mehr. Das ist jetzt mit Käsepulver. Das können wir auch jetzt erstmal kurz rummachen. So. Schmier mal rum, rühr mal rum, mach mal alles wunderbar. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Und jetzt habe ich hier Fischstäbchen. Und ich dachte, da sind vielleicht zwei, drei Fischstäbchen übrig oder irgendwas. Pupsi hat gesagt, mach am besten alle rein. Ich wusste nicht, wie viel es sind. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weiß ich nicht, 9, 10. 10 Fischstäbchen, dann ist der Topf leer. Das heißt, alleine die 10 Fischstäbchen sind doch eigentlich schon zu viel und machen eigentlich satt. Aber wir müssen das jetzt hier irgendwie probieren, wenn wir das durchmachen, wenn wir das ein bisschen zerkleinern, sodass wir nicht das ganze Fischstäbchen in den Nudeln haben, sondern dann immer mal einen Brocken von dem Fisch. Vielleicht hätte man die vorher auch schon irgendwie zerkleinern können. Am besten nehmt einen Mixer und macht einen Smoothie draus, ja, aus den Fischstäbchen. Dann ist das auch genial. So, die Nudeln sollen ein bisschen zusammenhalten, das finde ich gut. Pupsi nimmt ihre Nudeln meistens und zerschneidet die, damit die halt nicht so da aus dem Mund raushängen und man die so lange ziehen muss. Aber ich mag die Nudeln eigentlich, wenn die noch schön lang sind. Adi kommt auch schon wieder zurück. Und jetzt müssen wir das natürlich nochmal rummachen, weil wir brauchen ja noch die Nudelkrone oben. Der Fisch muss sich irgendwie ein bisschen verteilen, dass der auch schön noch in der Soße ist. So. Wie nennt man das dann eigentlich? Samyang Buldak Fischstäbchen Cheese. Samyang Buldak Cheese Ex Fischstäbchen oder so. Jetzt sieht man gar nichts mehr von den Fischstäbchen, nur noch da am Rand. Aber egal, wir nehmen das jetzt mal dafür mit. Hier ist die Samyang Buldak Tüte. Halten euch das einmal so rein. Da sieht man mich nämlich nicht. Und dann müssen wir es aber mal probieren. Wenn man mich doch mit sieht, das muss leider sein, ihr müsst mich jetzt ertragen, wenn wir das reinhalten. Das ist mein erstes Samyang-Video, was ich hier mache in der Küche. Da müssen wir mal gucken wegen dem Licht, dass die Tüte gut drauf ist, dass die Schüssel aber auch irgendwie drauf ist. Aber das trotzdem irgendwie brutal aussieht. So, leg mal weg, braucht man nicht mehr. Probieren jetzt mal hier einfach erstmal eine Gabel Samyang-Nudeln. Zum Warmwerden, um mal wieder reinzukommen. Guckt euch das doch an. Ihr könnt hier dieses ganze Ding nehmen und hochziehen. Das ist übelst brutal. Erstmal nur kurz die Nudeln. Und die sind so fest. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die zu lange in dem Wasser sind und sind dann richtig weich und matschig. Die sind so fest, du hast da richtig was zu beißen. Gleichzeitig sind die so schmierig, haben eben diese Käsenote. Du merkst richtig, wie das Pulver da dran rumhängt. Jetzt nehmen wir mal ein Stück Fischstäbchen. Ganz viel Kruste, wenig Fisch. Du merkst jetzt aber den leicht fischigen Geschmack, der von innen nach außen durchdringt. Das macht durch die Kruste jetzt wieder ein bisschen trockener. Aber da ja die Soße so viel da ist, mit so viele. Die Nudeln sind ja schön, die glänzen ja richtig, da ist richtig viel Soße dran. Ist das jetzt auch nicht mehr so trocken, also das ist eine Win-Win-Win-Situation für beide Seiten, für die Fischstäbchen und für die Nudeln. Ich habe die jetzt nicht extra nochmal warm gemacht. Normalerweise würde man die Fischstäbchen wahrscheinlich warm machen und dann reingeben. Ich habe jetzt einfach die Fischstäbchen kalt gelassen. Die haben sie heute zu Mittag gegessen. Ich packe mir die jetzt hier rein. Jetzt habe ich hier Nudeln dran. Ich habe hier Fischstäbchen dran. Jetzt probiere ich das nochmal so. Das ist genial, das ergänzt sich richtig gut. Ich hätte das nie gedacht. Das war eigentlich damals ein Scherz, als ich gesagt habe, ja, ich kann ja die Fischstäbchen dann zu den Nudeln essen. Ja, mach das halt, ist doch eine gute Idee. Und ich dachte, ja, ist eine gute Idee von wegen. Ich habe das einmal so gegessen und ich fand das mega lecker. Und wie wenn du dir halt Hähnchenfleisch mit in die Nudeln machst, das würde jeder machen, das passt ja auch. Ich glaube, keiner würde sich Fischstäbchen da reinmachen.
Denkt einfach, es ist Hähnchenfleisch, paniertes Hähnchenfleisch, panierte Hähnchenbrust, wie vom Chinamann. Und gebt dem Ganzen eine Chance. Probiert das auch mal, wenn ihr Samyang-Fans seid, mal Fischstäbchen mit in eure Samyang Bulldog Cheese zu machen. Ich werde jetzt hier ein paar Gabeln essen, vielleicht im Schnelldurchlauf, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten hört ihr mich jetzt schmatzen und dann verabschiede ich mich nochmal. Ihr seht schon den typischen Samyang-Lippenstift, der sich gebildet hat, der richtig schön rot ist. Das kennt man so, so kennt man den Ramses aus den alten Videos. Und das ist wirklich unglaublich lecker. Ich verarsche euch nicht, ich mache euch nichts vor, obwohl die Fischstäbchen kalt sind. Ich würde das immer wieder so essen. Ich glaube, wenn die Fischstäbchen jetzt warm wären, hätten die gar nicht diesen Geschmack, sondern wären einfach nur heiße Luft. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das so. Ich werde das jetzt hier noch genießen. Probiert das ruhig mal aus, meine Samyang-Fans. Ne? Schreibt es mal drunter, was ihr so für Ideen habt oder wie ihr eure Samyang esst, was ihr schon dazu gegessen habt oder zu welchen Gerichten ihr Samyang esst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.